jump. Ja, hallo, Hallöchen, meine Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Spielenachricht. Ja, es ist Februar 2014, besser gesagt von der 27.02., also Ende Februar. Ja, und ich möchte euch mal ein bisschen, heute geht's in den Spielenachrichten hauptsächlich um Wiss Games, denn da tut sich momentan einiges. Und zwar der neue Feuerwehrsimulator. Also Feuerwehr 2014, die Simulation. Es wird nicht mehr speziell auf ABC Werks- oder Feuerwehrsimulator eingegangen, sondern ein Feuerwehr 2014, die Simulation wird kommen. Ja, was erwartet uns dort? Also, da schauen wir jetzt natürlich gleich mal hier bei simowelde.de rein und gucken uns das mal an. Ja, endlich kannst du den Alltag einer Berufsfeuerwehr mit all seinen Facetten erleben. Features, erlebe den Alltag einer Berufsfeuerwehr. Gut, das kennen wir ja schon, das war ja bis jetzt immer so. Spannende Einsätze, Wohnungsbrand ist dabei. Verkehrsunfall, Entgleisung einer U-Bahn, vollgelaufene Keller, Brand einer Scheune und vieles mehr. Bilder habe ich gleich noch, exklusive Bilder für euch, die mir André Bürger zur Verfügung gestellt hat. Dann, dein Team geht mit in den Einsatz, löscht und hilft verletzten Personen. Das heißt, die Leute stehen nicht mehr nur stramm herum, sondern die helfen jetzt auch endlich. Also ihr kennt ja meinen Hans Wurst, der was immer neben mir sitzt. Und der darf endlich auch mitmachen. Dann, deine Einsätze werden nie langweilig werden. Lösche Brände, schneide Personen aus verunfallten Autos, stütze Häuser ab, pumpe Keller leer, nutze Hydranten, berge verletzte Personen. Das ist natürlich super. Dann eine Vielzahl an benutzbaren Elementen und Gegenständen des Feuerwehralltags, also sprich auch Stützen und so weiter, kommen zum Einsatz. Abwechslungsreiche Einsatzszenen, Stadt, Industriegebiet, Ringautobahn, ländliches Gebiet mit Dorf- und Waldlandschaft. Dann Tanklöschfahrzeuge, Drehleiter, Rettungswagen, Wechsellader, HLF und mehr. Gut, die Fahrzeuge und so weiter kennen wir ja. Jetzt schauen wir mal ganz kurz Systemvoraussetzungen. Quad-Core oder vergleichbare Prozessor mit 3 GHz. Dann Windows XP Vista 7 und 8, 4 GB RAM, 512 MB 3D-Grafikkarte mit Pixel Shredder 3.0, DirectX 10, kompatible Hardware, Soundkarte, Tastatur, Maus, Internetverbindung zur Produktaktivierung. Also nur zur Produktaktivierung, danach nicht mehr. Nicht, dass ihr jetzt meint, schon wieder Internetpflicht. Nein, ist nicht so. Wenn wir schon dabei sind, ein paar Bilder für euch. Hier seht ihr schon mal Feuerwehr. Gut, Sunny, es brennt, es schaut sehr cool aus. Aber das ist natürlich noch nicht das Einzige. Viele werden jetzt wieder sagen, Unit. Ja, es ist Unit. Aber das sieht man schon mal. Atemschutzgeräte haben die Leute an. Leute, die tun was. Die stehen nicht mehr nur blöd herum. Das sehen wir bei den nächsten Bildern nämlich auch. Zwar jetzt hier noch nicht, aber hier zum Beispiel das Riesenradbrand. Da ist ein Auto reingefahren. Hier Feuer. Da stehen überall die Feuerwehrautos. Die stehen nicht mehr irgendwo da. Die stehen richtig irgendwie geil da. Also das ist nicht mehr irgendwie nur so, dass die halt da sind, sondern es ist schon irgendwas anderes. Hier zum Beispiel, hier sieht man ganz genau ich glaube, das ist ein TLF. Florian 6 halt. Auf alle Fälle, was ist da? Guckt euch das an. Eine Absturzstange. Ja, das wird cool. Wolken schauen cool aus. Also ich finde, dass das wirklich geil ist. Und ich habe da schon ein bisschen mehr gesehen wie ihr. Und ich muss sagen, ich kann es nicht mehr abwarten bis Mai. Dann, was haben wir hier? Scheunenbrand. Und das sieht man. Da und da. Die zwei, das sind KIs. Die löschen. Die stehen nicht nur blöd rum, sondern die löschen. Also ich muss ja sagen, Wiss Games, ihr habt euch selbst übertroffen. Es ist wirklich geil. André, Alex und echt auch, wenn ich jetzt irgendjemanden vergessen soll, ihr habt es echt geil gemacht. Und ich bin so gespannt drauf. So, dann Simowelt natürlich in einem schönen Betriebsgelände. Nur leider dazu sage ich jetzt wenig, das sollt ihr euch dann selber anschauen. Gut, das waren jetzt schon mal die Bilder. Dann gehen wir mal wieder zurück. Und wann kommt das Ganze? Leider erst am 21. Mai 2014. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, ich mache Ende Mai, wieder ein Zockerwochenende. Da wird dann André Bürger mit dabei sein als Interviewpartner und wir werden euch Feuerwehrsimulator 2014 vorstellen. Also da ist es dann gerade vielleicht eine Woche altes Spiel. Also wird auf alle Fälle sehr interessant. Aber wenn wir jetzt schon bei Wiss Games sind, es kommt von Wiss Games
auch noch was anderes. Painview Drive. Ich habe da schon was gesehen, ich habe da schon ein paar Bilder gesehen, ich habe da schon was gehört und ich habe da auch schon ja kleine Einblicke bekommen. Real Horror got many faces, but only one address. Ja, der reale Horror hat viele Gesichter, aber nur eine Adresse. Und das wird ein Game, was Swiss Games gerade macht. Bitte geht auf die Seite, schaut euch das mal an. Ich werde den Seitenlink werde ich mit in die Videobeschreibung setzen und lasst uns mal darüber diskutieren, was es werden kann. Vielleicht ist André Bürger ja auch noch bereit, um das eine oder andere Bild mit reinzufügen. Wäre cool, wenn man da mal ein bisschen mehr sehen könnte, damit wir hier heiß diskutieren können. Ja, das war's jetzt auch schon mal, was Neues kommt von Wiss Games. Was kommt im März, was für mich sehr, sehr wichtig ist? Zum Beispiel der American Truck Simulator California, Starter Pack California. Starter Pack steht dafür, das ist das Anfangspack, es kommt aber noch viel mehr. Es sind viele Bilder schon vorhanden von SCS und so, also es sind insgesamt 20 Bilder, ich muss sagen, es schaut heiß aus, ich kann da auch nicht mehr lange warten. Na, komm, ladet mal ein bisschen schneller. Also, Leute, schaut euch das an. Schaut euch das an. Was für eine Augenweide. Wenn das genauso, wenn die SCS-Jungs das genauso gemacht haben wie bei Euro Truck Simulator und vielleicht noch ein paar Hinweise von den Zockern, also von uns Spielern, die was wir in die Foren und so weiter reinstellen oder was wir Let's Player so mal erwähnt haben, umgesetzt haben, mit reingebaut haben. Dann kann das eigentlich nur ein Erfolg werden. Gut, ich habe es letztens im Livestream gemacht von Euro Truck Simulator. Da wurde gesagt, ja, die Beta, da war das nicht so gut. Hallo. Bitte nie drauf hören, was in einer Alpha oder in einer Beta gesagt wird, geschrieben wird oder sonstiges an die Öffentlichkeit kommt. Ihr müsst einsehen, das heißt nicht umsonst Alpha. Alpha ist eine frühe, sehr, 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 sehr frühe Version. Das Spiel hat noch viele Bugs, ist noch nicht fertig, ist aber so weit spielbar. Die Beta heißt, es ist spielbar, aber noch nicht so, wie man es gern hätte. Deswegen niemals, Leute, bitte niemals hier auf Alpha- oder Beta-Tests hören, denn die Beta ist dazu da, um die Bugs, die was noch dazu sind, zu finden und sie zu fixen. Und das ist die Aufgabe von Beta. Also nie da hören, es ist immer wichtig, was ist am Release-Tag da. Und das ist immer das Wichtigste. Das vergessen die meisten. Also es schaut echt geil aus. Ich bin sowas von gespannt. Jetzt schauen wir mal schnell, ob wir ein paar Features finden. Systemvoraussetzungen natürlich. Wird noch bekannt gegeben. Haben wir noch gar nicht. Das Spiel kommt am 18., am 26. März. Schade, warum kannst du zu meinem Geburtstag kommen? Jetzt müssen wir noch einen halben. Noch sind noch 4 Wochen, verdammt. Gut, was haben wir denn da? Peter Bild ist natürlich drin, ist klar. Bisher einzige bekannte Marke durch Kalifornien. Okay, typische amerikanische Landschaft und Städte erwarten dich. Starterpack Basisspielverweiterungen, die noch folgen werden. Starke Community und regelmäßige Updates und Patches. Das kennen wir ja schon von SCS und das finde ich natürlich sehr gut. Und ich bin natürlich ge gespannt. Am 3.2. wurde die letzte Info rausgehauen. Und da schauen wir mal, was haben wir da noch? Voraussichtlich 26. März, voraussichtlich, aber hallo, das ist ja noch nicht, da steht ja nicht dran, es wird, sondern es steht voraussichtlich dran. Aber nichtsdestotrotz, ich warte auf das Spiel heiß ersehnt und hoffe, dass es so wird wie SCS, weil da bin ich schon mal sehr zufrieden. Wie SCS, wie ETS 2, also Euro Truck Simulator 2, da bin ich schon mal sehr zufrieden. So, dann in eigener Sache zu mir, und zwar habe ich noch einiges zu melden. Ich suche Leute. Und zwar haben wir planen ja, wie gesagt, das Zockerwochenende wieder. Und ich habe mir einen Dedicated Server gekauft für den Landwirtschaftssimulator und habe dort die USA Map drauf. Jetzt suche ich Leute, die was einfach Bock haben mitzuzocken. Ihr könnt euch bewerben. Bewerbungen bitte schriftlich an die E-Mail-Adresse, die ich unten angebe in der Videobeschreibung. Weil ich suche dazu nämlich echt noch ein paar super Leute, die was Spaß haben mitzumachen und die was dann auch beim Livestream dabei sein wollen. Also der Server, ich kann 16 Leute draufhauen und ich suche jetzt erstmal 5 Leute, die was, also ihr könnt euch fleißig bewerben und ja, unter den ganzen Bewerbungen suche ich 5 Leute raus. Weil es wird Quastin, Anton und so weiter sind natürlich mit dabei.
bei mir und dann noch diverse, versuche ich natürlich auch wieder den Basti mit dabei zu haben und so. Und aber so, wie gesagt, 5 Leute suche ich, meldet euch und dann schauen wir mal. So, dann haben wir natürlich noch, nochmal zu meiner Seite, letsplayjohnmeyers.de. Alle fragen mich immer, welche Homepage habe ich hier? LP, ja, johnmeyers.de, hier oben steht's. Ganz einfach. So, man kann, wir haben neue Funktionen und zwar Livestream. Wenn man da draufklickt, wenn es gehen würde, hopp hopp, so, genau. Dann kommt man gleich auf die Seite und man hat hier schon, man kann von hier aus dann den Twitch gleich mitverfolgen. Also wer jetzt nicht weiß, oh, wie komme ich zu deinem Livestream-Ding, einfach auf die Homepage. Fanshop ist da, genau, da wollten einige nochmal wissen, wie kommen die zu dem Fanshop. Über die John Mayer Seite. Dort klicken, dann landet man bei Spreadshirt. So, weil durch den letzten, durch die letzte Nachricht, was ich da verschickt habe, oder das letzte Video mit dem Hater und mal meine Meinung gesagt habe, wollten jetzt viele wissen, wie kommt man da hin. Und beim Spenden ist es genauso. Hier drücken und dann landet man auf der PayPal-Spendenseite. Genau, so, da habt ihr das. Dann wisst ihr das jetzt auch. Dann zu unserem Partnerradio, der böse Kiwi-Sound. Ganz kurz noch heute, am 27.02., das ist ja heute, macht Quasti eine Sendung und zwar mit Blutengel und danach von 20 Uhr bis 22 Uhr kommt Weiberfastnacht-Musik von Schnucki, glaube ich. Warte mal, lass mal gucken. Ja, genau, von Schnucki. Am 1.03.2014 präsentieren unsere Schnucki von 14 bis 18 Uhr die Bundesliga. Was, die Bundesliga? Aber hallo, das wird ja interessant. DK Blue ist am 2.03.2014 da mit Haudegen. Ja, und wer mal Bock hat zu moderieren als Moderator in so einer Sendung, wir nehmen auch Jungmoderatoren, also sprich, das Radio, das nimmt auch Leute, die was gerade 15 sind oder 16, also ihr müsst nicht zwingend volljährig sein, das finde ich eine ganz coole Sache, ihr kriegt da dann wirklich alles zur Verfügung gestellt und könnt euch das Ganze mal anschauen, also wer einfach mal Bock hat, seine Musik oder das zu sagen im Radio, was er gerne sagen möchte und ja, einfach bewerben hier bei der böse Kiwi-Sound. Gut, genau, wie ihr seht, Partner und weil ich schon die Frage hatte, wie komme ich in den Chat hier? Hier kann man den Chat runterladen und dann kann man in den Chat rein. Gut, ja, so, das war's dann auch schon mal von meiner Seite. Und vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, bis zu den nächsten Spielnachrichten. Und ja, genau, vielleicht merkt ihr es ja, vielleicht habt ihr es ja schon gemerkt, ich habe ein neues Mikro. Und diesmal habe ich mal richtig in die Tasche gegriffen und ich denke, dass das jetzt meine Soundqualität natürlich um einiges verbessert und ja, meine Sprachqualität natürlich nicht, weil ich bin Bayer und ich bin Augsburger Bayer, sprich Schweble in Bayern und ja, ihr redet halt mal so und ich werde mir nicht Hochdeutsch anschaffen für euch. Gut, ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Und bei Fragen könnt ihr natürlich gerne euren Arzt erschlagen oder einfach mich kontaktieren. Gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.